Amen. Cool, boom. Das heißt, wir sind live. Servus, Timon. Servus. Hey, schön, dass du da bist. Danke. Ja, du bist jetzt extra von Innsbruck. Innsbruck. Habe ich es richtig? Innsbruck. Das K ist wichtiger. Von Innsbruck dann jetzt herkommen, um im Podcast dabei zu sein. Mega, mega cool. Du bist professioneller Skispringer. Yep, das ist richtig. This is alleine den Satz so zu sagen, klingt interessant. Das sagt man nicht jeden Tag. Du bist professioneller Skispringer, voll cool. Erzähl mal ein bisschen einfach von dir, wie alt du bist und wie du so ein bisschen in diese Szene da reingekommen bist, wie du dazu gekommen bist, dass du das jetzt halt so machst. Ja, voll gern. Also eben bin der Timon, bin 24 jetzt mittlerweile. Okay. Tue Skispringen seit meinem 6., 7. Lebensjahr. Mhm. Bin also ursprünglich aus Vomp, das ist nicht vor Ort von Innsbruck, aber eine halbe Stunde ungefähr weg. Okay. Und da habe ich dann auch mit dem Skispringen angefangen. Und also zum Skispringen bin ich durch meinen älteren Bruder, durch Marius gekommen. Mhm. Der ist von unserem Nachbarn, der war zufälligerweise der Skisprungtrainer von unserem Dorf. Okay. Von dem Verein. Mhm. Und der hat den Maus dann nochmal gefragt, eben, ob er nicht mitkommen will, sich das anschauen. Mhm. Dann zum Maus voller Tag. Dann hat er halt auch angefangen Skispringen und ich wollte dann anfangen. Und dann haben sie mir eben erklärt, ich muss als erst Skifahren lernen. Mhm. Dann habe ich ein Jahr mich mit Skifahren befasst und dann bin ich eben ein Jahr später, eben, ich weiß nicht mehr, 6 oder 7, ja, angefangen Skispringen. Und ja, es war, also wir haben keine eigenen Schanzen gehabt in Vomp, sondern wir sind dann immer zu Schanzen gefahren, also im Umkreis von, ja, also meine Eltern haben uns dann immer überall hingebracht. Es war eben im Umkreis von, ja, 30 Kilometer, was meist ungefähr. So das finde ich so heftig. Ich meine, überhaupt diese Vorstellung, dass ich mit 6 Jahren anfange Skispringen. Aber die Chancen sind dann viel kleiner. Ja, ja. Doch. Fliegst du nicht mit 300 km/h durch die Luft oder so. Nein, also eben, ja, die Chancen sind kleiner. Mhm. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, dass man es halt noch einfacher macht. Mhm. Also es gibt, du kannst die Landung eben, wo man landet, im Steilen, gibt es jetzt mittlerweile, man nennt es Google-Hupfschanzen. Mhm. Da baust du halt in die Landung eben einen kleinen Hügel rein. Das ist wie ein Hügel jetzt, wenn Skifahren gehst. Ja. Und dass da die Kinder dann anfangen können. Okay. Da springst du dann so, also nicht 5 bis 7 Meter weit. Okay. Und haben einen Luftstand von vielleicht 1 Meter oder was. Mhm. Und so werden die Kinder dann eigentlich herangeführt. Und bei mir war das noch nicht so. Aber eben die 15-Meter-Schanzen, da kannst du halt also 15 Meter weit springen. Mhm. Und Luftstand ist da eher, keine Ahnung, 1,5 Meter, also nicht hoch. Mhm. Mhm. Und jeder, der was Skifahren kann, meiner Sicht kann da theoretisch einfach drüber fahren. Okay. Weil du fängst auch mit Alpinausrüstung an. Mhm. Eben, dass es so einfach wie möglich ist für die Kinder oder halt für den, der was anfängt. Mhm. Und eben meine Mama zum Beispiel hat sich auch mal versucht. Okay, wirklich? Ja. Weiß jetzt nicht mehr, irgendwas, wo sie jetzt um die 45 war oder was. Mhm. Genau, da haben wir vom Verein aus so Skispringen für jedermann gehabt. Mhm. Gulaschspringen hat es geheißen. Okay. Und da hat dann meine Mama sich auch runtergewagt und hat das Springen sogar, glaube ich, gewonnen. Also da sagen wir es, wie weit du springst. Und die Mama hat das halt dann im Training sozusagen ganz gut einschätzen können. Und war dann besser wie ihre Söhne. Okay, steil. Also, ja. Wahnsinn. Ist das jetzt, ich bin jetzt einer, ich weiß fast nichts über den ganzen Sportart. Ich bin auch einer, ich weiß Skifahren generell, also Slalom und solche Sachen, das ist ja extrem beliebt jetzt auch bei uns. Mhm. Aber ich habe das fast noch nie wirklich geschaut. Also ich kenne mich wirklich so gut wie gar nicht aus. Das heißt, du kannst mir jetzt alles erzählen. Was? aber du sagst, okay, du fängst mit 6, 7 an, mit den kleineren Chancen und ich schätze mal, die werden halt dann größer, je geübter du bist und je älter und so. Mhm. Aber wo fängt es dann an, dass man wirklich da und so in Wettbewerbe und so einsteigt? Gibt es das dann schon für Kinder auch schon? Ja, das erste Alter, wo man jetzt Wettkämpfe hat, weiß jetzt gar nicht, wie alt man da ist. Ich glaube, man fängt zwischen 8 und 9 oder so geht's los. Okay. Glaube ich. Mhm. Weil vielleicht auch schon jünger. Also ich weiß, es gibt Kinder 2, dann gibt es Kinder 1, Schüler 1, Schüler 2 und dann geht es eben schon in Jugend. Okay, okay. Im Juniorenbereich. Mhm. Weil am Anfang ist es halt, also bundeslandweit, ist halt bei uns was immer der Tiroler, also
DSV Cup, war Tiroler Skiverband Cup. Mhm. Da fängt man dann an. Das geht dann bis zum Alter von eben 13 oder was. Und ab 13, 14 geht es dann in Richtung eben Leistungszentrum, Stams und so. Stams, Eisenerz, Saalfelden. Und da geht es dann von Jugend bis eben allgemeine Klasse dann. Das ist dann Austria Cup, österreichweit und so. Okay. Du hast ja auch schon einige Sachen gewonnen, gell? Einige Wettbewerbe und Medaillen gewonnen und solche Sachen. Ja, also bei mir, ich habe nicht, so am Anfang war ich nicht, sage ich mal, habe ich mir viel, nicht wie viel wehtun, aber ich habe mir jetzt viel hingehaut als Kind. Mhm. Und ein Trainer hat dann mal zu meinem Papa gesagt, dass ich einfach faul bin. Okay. dass ich zu faul bin, um den Sprung zu stehen, dass ich mir einfach hingehaut habe. Okay. Und wo ich das dann in den Griff gehabt habe, dass ich da irgendwie ja, stabiler bin auch beim Landen, ist dann auch so mal losgegangen, dass ich dann auch als Kind dann schon Erfolge gefeiert habe. Das ist eigentlich von neun bis elf war ich österreichweit sehr erfolgreicher. Mhm. Habe halt in Tirol eigentlich ziemlich alles gewonnen. Und ist dann eben österreichweit auch Gesamtwertung und sowas gewonnen. Bis 12 oder 13, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Okay. Ich war bis ich nach Stams gekommen bin, war eben, also österreichweit habe ich Gesamtwertung und so gewonnen im Austria Cup und habe auch bei einem internationalen FIS-Wettkampf, wo eigentlich von der ganzen Welt Leute in meinem Alter mitgesprungen sind. Mhm. In Garmisch bin ich damals eben mit 12 oder 13 Dritter geworden. Mhm. Das war schon ein riesengroßes Errungenschaft einfach auch. Ja. Dann sind einmal zwei Jahre gekommen, wo gar nichts weitergegangen ist irgendwie. Mhm. Das war so auf einmal so. Mhm. Ja, gewinnst halt nicht mehr. Okay. Und davor habe ich halt echt relativ viel gewonnen und war da nie so, keine Ahnung, es war halt irgendwie normal, das blöd gesagt. Okay, ja. Yeah. Also ich habe da das einschneidendste Erlebnis war, da war ich eben die Gesamtwertung gewonnen in meiner Altersklasse und jünger, also es ist alle zwei Jahre hat sich das da geändert. Die Gesamtwertung war in Österreich und das erste Springen ist immer in Bischofshofen auf der 70-Meter-Schanzen. Da habe ich eben die vergangene Saison wieder gewonnen und dann die Saison drauf bin ich 33. geworden. Okay. Das war für mich so die größte Watschen, sagen wir mal, was ich okay. so als Kind, weil eben das Jahr davor so, ja, hast schon gewonnen und dann bin ich auch mit der Erwartung eigentlich hingefahren, dass ich dann vorne dabei bin und dann bin ich 33. geworden. Das war schon sehr hart für mich damals. Und da habe ich dann eigentlich das erste Mal gelernt, mit Misserfolg umgehen, weil ich sonst davor halt echt sehr verwöhnt war. Und da habe ich dann auch gelernt, halt zu verlieren und auch mit anderen Leuten oder mit Kollegen und so mitzufreuen, versuchen. Das ist mir nicht so einfach gefallen. Yeah. Aber das war dann eigentlich, ich bin mit 14 an der Stams gekommen, also so zwei Jahre davor hat das angefangen, dass ich mich da das gelernt habe, zu verlieren. Und dann eben bin ich nach Stams gekommen und habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft. Das war damals auch für mich ein großes Ding, weil viele Leute das halt auch versuchen und so. Und da werden halt alle 7 genommen und bei mir waren damals noch richtig viele Bewerber, um die 25 oder was. Okay. Und dass ich da genommen worden bin, war für mich halt richtig cool. Und auch Gebetserhörung, weil ich das halt unbedingt da wollte als Kind. Und dann in Stams waren dann leider die 5 Jahre auch nicht so erfolgreich. Also bin als Kind war das halt so der große Traum, ich gehe nach Stams und dann in Stams sozusagen, es müsste ich jetzt nichts dafür tun, werden wir halt dann zum Fliegenzauber oder zum Morgenstern oder was, wo ich dann halt auch auf den Boden der Tatsachen gekommen bin, dass das halt nicht einfach. Ja, dass das einfach so funktioniert. Das halt auch, ja, da muss halt dann schon mehr zusammen spielen, da muss halt auch viel passen und ist jetzt nicht einfach nur, weil du in Stams bist, dass das dann alles aufgeht. Und da war dann eben, also in den 5 Jahren Stams war ich dann, also das bin ich eigentlich fast nur national gesprungen, was aber eigentlich nicht der Anspruch ist, wenn, sage ich mal, in Stams bist. Das war so charakterlich, glaube ich, für mich die größte Schule, weil ich bin eigentlich wegen dem Sport hin und habe mir aber dann, weil ich mich in der Schule schwadern habe, mehr Zeit dann fast in die Schule investieren müssen, damit die Schule schaffe, die Matura schaffe. Und ja, das ist ja klar. Sport, klar, also du hast halt
von Montag bis Freitag Training am Vormittag oder am Nachmittag und am Vormittag Schule. Aber ich wollte halt eigentlich immer zusätzlich halt was machen, damit die mir irgendwie einen Vorsprung aushole gegenüber die anderen. Aber das hat dann auch nicht so hingehört, weil ich schulisch mich so schwer dann habe. Und dann war ich leider im Winter, ist halt in Stamms immer so, da, also wenn du in der Schule bist, hast du was falsch gemacht. Und ich war eigentlich, habe halt immer die Bank gedrückt. Und sie war eigentlich immer da. Und meine Kollegen sind halt dann damals schon eben international halt gekupft, also von meiner Trainingsgruppe. Das war eine, die muss auch einfach für mich. Wenn die Kollegen erfolgreich sind und eigentlich ja, trainierst du das Gleiche so. Ja. Und du bist halt dann in der Schule. Da habe ich eben, sind wir charakterlich auf bis viel, sage ich mal, an mir geschliffen worden. Wo ich mir dann eben nach dem letzten Jahr für mich nochmal die Entscheidung war, okay, probier es jetzt nochmal oder lass es bleiben. Ja. Und habe aber dann eben das Gefühl gehabt, dass ich noch nicht fertig bin mit der Sportart. Und habe dann beschlossen, dass ich es dann auch nochmal probiere. Und dann ist eigentlich nach Stamms, von Jahr zu Jahr, habe ich mich gesteigert und bin dann eben die Erfolge, was du jetzt angesprochen hast, sind jetzt in der Zeit von den letzten 3 Jahren passiert, die großen Erfolge. Ja. Also, ja. Super cool. In den letzten 3 Jahren, was hast du jetzt dann so gewonnen in den letzten 3 Jahren? Also, für mich, was jetzt da, was so den Weg in eine Richtung gebracht hat, war so vor, also ich war nach Stamms, habe ich ein Jahr nur sozusagen Skispringen gemacht. Und war da eben am Stützpunkt in Innsbruck. Und dann habe ich zum Bundesheer müssen. Da bin ich nicht in Heeresburg gegangen. Das gibt es eben, da gibt es, also wenn du im ÖSV-Kader bist, dann hast du die Chance, dass du halt über das Heer die Grundausbildung machst. Das heißt, du trainierst dann und kriegst vom Heer zahlt diese Unterstützung. Okay, das hat, dadurch, dass ich nicht im ÖSV war, wird das halt nicht erfüllt. Und habe dann normal zum Bundesheer müssen. Und dann eben das zweite Jahr danach direkt vom Bundesheer habe ich dann meine ersten, also im FIS Cup, meine ersten Top-10-Platzierungen gehabt und habe dann, bevor Corona kam, ist noch meinen ersten Kontinentalcup-Startplatz gekriegt. Und da hat es dann, ist eigentlich, das war eben damals schon eine große Errungenschaft für mich, als ich überhaupt zum FIS Cup war. Ja. Weil eben in Stamms bin ich nicht einmal zum FIS Cup gefahren. Mhm. In den 5 Jahren, und das war dann so, ah, cool. Und dann war ich bei meinem, das war insgesamt dann mein zweiter FIS Cup und dann bin ich da überraschend Fünfter war und das war schon richtig cool für mich. Also eben ohne Kaderstatus war das halt für mich damals richtig cool und dann mit 21 meinen ersten Kontinentalcup Startplatz kriegen, war dann für mich noch so eine Aufgabe, da dann auch Punkte zu machen. Also Punkte macht man erst, wenn man unter die Top 30 kommt. Okay. Dann ist dann eben nach Corona habe ich dann meinen ersten Podestplatz gemacht. Das war 2020 im Kontinentalcup. Bin ich Dritter geworden. Das war ein Tag, der war, keine Ahnung, das hat einfach alles funktioniert. Das war, war echt ein bisschen wild, ja. Wow. Also das war halt, also ich habe mir noch, sag ich mal, ums, ja, gerade und gerade eigentlich interne Quali mehr gehabt, habe mich gerade und gerade qualifiziert, dass ich da hinfahre. War totaler Außenseiter. Keiner hat mich wirklich gekannt, also auch von anderen Nationen, weil ich halt eben von 15 bis ja, 20 halt einfach nichts gerissen habe. Yeah. Und dann bin ich da hingefahren und war dann der beste Österreicher und habe halt da meinen ersten Podestplatz geholt. Cool, so Underdog-Story. Das war richtig geil, ja, also das war schon richtig cool. Und eben da 2020 war eben das Jahr, wo ich dann auch im Winter meinen ersten Weltcup-Startplatz gekriegt habe in Finnland, in Kuusamo. Und da habe ich dann auch meine ersten Weltcup-Punkte gemacht, was also so meine, sage ich mal, größte Errungenschaft ist. Halt dann bei den Profis. Oder halt, ja, eben dann wirklich ja dann ein Profi zu sein und halt dann auch mit den Leuten mitzuspringen, die was halt sonst im Fernsehen gesehen hast. Das war schon geil. Und dann im 2 Jahr drauf war ich dann bei der, 2 Jahr, 2 Wochen drauf bei der Skiflug-WM. Das erste Mal Skifliegen, da ran zu schnuppern, dass man über 200 fliegt. Das habe ich leider nicht ganz geschafft. Also bin 198 Meter geflogen. Okay. 98,5. Leider nicht ganz gekratzt, die 200er Marke. Wahnsinn. Aber allein das Erlebnis da mit 105 km/h,
Holzrauschen mit viel mehr Druck in der Luft. Und ja, das ist war heftig. Schon krass, weil das halt auch nicht, du kannst das jetzt nicht trainieren eben. Schieflegen geht nur im Wettbewerb, im Weltcup. Und da habe ich halt 3 Trainingsflüge gehabt und dann war gleich Wettkampf. Okay. Und ja, da stellst du halt mental drauf ein. Und ja, dann muss halt funktionieren so. Krass. Ja, ich glaub, dass also, das schon eine heftige mentale Belastung auch ist, oder? Also schon. Sowieso, wie du jetzt vorher gesagt hast, du kommst nach Stams und denkst, es wird jetzt alles funktionieren und dann erlebst du halt die Schwierigkeit dann davon, gell? Ja. Und diese Wettkämpfe, da ist schon viel Druck dann auch dabei, gell? Und besonders, wenn du jetzt in diesem professionellen, schon. In der Liga dann spielst, da ist ja viel Pressure einfach auch dabei, gell? Ja, voll. Also es ist, du weißt halt, also nach Leistung halt beurteilt und wenn deine Leistung halt nicht passt, dann gerade jetzt, sage ich mal, in dem Spektrum unter dem Weltcup, Kontinentalcup, Fiscup, ist halt, sage ich immer, jeder ist halt austauschbar. Also, wenn du die Leistung nicht bringst, dann kommt halt der Nächste dran. So. Ja, ja. Und da ist halt eben, das ist halt die Schwierigkeit, so dass man ja, einerseits eben, wenn du jetzt nur drauf schaust, dass du einen Platz haltest, ist auch die falsche Motivation, weil eigentlich willst du ja weiter wie jetzt da stecken bleiben. Und so eben, dass halt aus Angst, dass halt jemand anders kommt, willst du halt irgendwie deinen Platz halten und ja, hemmst dir eigentlich dann, dass dir die Chance oder den Fokus halt auch hast, dass du halt weiter nach oben kommst. Weil dann eben von außen halt schon auch viel Druck ausgeübt wird und es hängt halt auch viel von deiner Leistung halt ab, deine Sponsoren und allem. Ja, klar. Das ist halt eben, also da mit dem Kollegen schon mal drüber geredet, dass er das halt spannend findet, weil er ist halt in der Firma angestellt und ob er jetzt, sagen wir mal, in einem Monat seine Leistung bringt oder nicht, er bleibt trotzdem angestellt und kriegt sein Geld fix auszahlt, weil wenn nicht gleich kündigt sozusagen. Bei mir ist es halt so schwankend. Ja, dann kann es schneller vorbei dann sein. Genau. Und deswegen bin ich auch froh über meine Sponsoren, was ich jetzt schon seit Jahren habe, die was halt treu hinter mir stehen und auch schon bevor ich jetzt im ÖSV-Kader war oder was, die mich schon unterstützt haben. Und da halt Leute zu haben, die was halt auch in meinen Weg investieren und so. Voll cool. Was ist so, also was würdest du sagen, ist der Ziel jetzt da mit dem, also wie weit willst du gehen oder wie weit willst du kommen mit dem? Ja, also mit dem Skispringen will ich schon, also so weit wie es geht, klingt jetzt ein bisschen blöd. Ja. Aber, die Nummer 1. Ja. Nein, ich möchte, also was warum ich jetzt noch springe, sage ich mal, blöd gesagt, ist, weil ich noch sehr viel Potenzial sehe in meinem Sprung und in dem, was noch möglich wäre. Und mein Ziel ist, unabhängig jetzt vom Erfolg, alles auszuschöpfen, was mit dem, was ich mitbringe, halt möglich ist. Oder halt, wenn ich jetzt mein Sprung analysiere, dann sehe ich halt nur, dass ich noch einen großen Fehler halt drin habe und ich will einfach wissen, was ist möglich, wenn ich das zusammenbringe. Und da bin ich davon überzeugt, dass da nach oben hin alles möglich sein kann. Ja. Weil ich schon hier und da schon reingeschnuppert habe und das, obwohl ich technische große Fehler drin habe. Und ich würde einfach gerne wissen, das ausreizen und das Potenzial ausschöpfen, wo ich auch davon überzeugt bin, dass Gott das in mir eingelegt hat. Ja, voll. Wenn das Potenzial Gott in mir eingelegt hat, dann kann ich das auch nur mit einem ausschöpfen. Und das würde ich gern sehen und erleben. Mega. Ja, das finde ich voll cool, weil es geht nicht unbedingt jetzt um
ja, Ehrgeiz jetzt in dem Sinn, dass ich brauche unbedingt eine Trophäe oder Medaille oder so, sondern es geht darum, ich will wirklich sehen, halt, was für Potenzial jetzt in mir ist. Mhm. Eigentlich eine Gabe entwickeln, die vom Herrn gegeben ist und so. Ja. Das finde ich schon voll cool. Ich finde, das ist auch etwas, was anwendbar ist, jetzt nicht nur auf den Sportbereich, sondern das kann in jedem Bereich auch anwendbar sein. Wenn ich jetzt irgendeine Begabung habe irgendwo oder sowas, dann es ist immer mit Arbeit verbunden, dass diese Gabe wächst oder dass man zu dem höchsten Punkt dann davor kommt. Aber das ist etwas, was ja voll belohnend ist, zu sehen, okay, was geht sich aus mit dem, was kann ich eigentlich mit dem? Ja. Und das ist etwas, was schon voll coole Sichtweise ist, sich selber da ein wenig zum Challengen, zu sagen, okay, ich glaube, dass da was drinnen ist. Und ich glaube, dass wenn ich die Zeit investiere, wenn ich die Arbeit investiere, wenn ich mir die Mühe mache, dass das auch wachsen kann und dass ich auch wirklich etwas Herausragendes dann damit erreichen kann. Ja, ja, voll. Und du sagst, okay, du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass so Gebetserhörung hast du mal gesagt und jetzt auch, dass Gott eben diese Gabe in dich eingelegt hat. Das heißt, du bist auf jeden Fall sehr gläubig, verbunden mit Gott und so weiter. Und du bist ja auch christlich eigentlich aufgewachsen, oder? Ja, genau. Ja. Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also Pastor's Kid. Genau, Pastor's Kid, yes. Also meine Eltern haben 1994 die Vineyard Innsbruck gegründet. Okay. Also, und meine Brüder und ich sind eben seit der Geburt halt auch Teil der Church. Mhm. Und 12, glaube ich, habe ich mich taufen lassen. Mhm. So die richtige Entscheidung, dass ich dann auch sozusagen nicht mehr den Glauben meiner Eltern lebe, naja, sondern wirklich den Glauben, also persönlich mit Jesus lebt, dann habe ich mit 15 getroffen, genau. Mhm. Da war ein einschneidendes Erlebnis in unserer Familie, mit Marius. Der was bei einer Feier ein bisschen zu viel Alkohol gehabt hat. Mhm. Und dann eben Alkoholvergiftung und das dann an der Kippe war, ob er es halt auch schafft und okay. so. Und das hat mir dann mal ein bisschen den Teppich unter den Boden unter den Füßen weggezogen und hat mir dann eben so zurück auf die Tatsachen des Lebens gebracht und wo ich mir dann selber gedacht habe, okay, was für einen Weg will ich jetzt eigentlich gehen? Mhm. Weil ich gerade in dem Alter fängt es halt auch an, so mit ein bisschen eben in Richtung Alkohol und so, wo das Ganze spannend wird, weil es halt auch verboten ist und keine Ahnung was. Okay. Und dann habe ich mir halt schon die Frage gestellt, okay, was will ich eigentlich? Und sehr viel, der Maus war ich immer, sage ich mal, ein Braver und hatte nie erwartet, dass da irgendwie sowas passieren kann. Mhm. Und da war ich dann so, damn, also wenn einem das schon sowas passiert und ich so eben mehr so der Draufgänger solchen Dingen war ich dann für mich so, okay, ich will mein Leben 100% mit Jesus leben. Mhm. Und das, das war dann eigentlich da die Entscheidung, was ich dann damals getroffen habe. Mhm. Und ja. Wow. Genau. Mhm. Und du bist in der, also der hat gesagt, das ist der Pastor von der Vineyard-Gemeinde in Innsbruck. Und du dienst auch mit in der Church dort. Also du bist involviert in Jugendarbeit, so junge Erwachsenen. Junge Erwachsenen und bin auch Teil vom Lobpreisteam. Okay. Also entweder ich unterstütze sozusagen am Schlagzeug, das habe ich mit 9. Bist du Drummer oder was? Mit 9 habe ich Schlagzeug gelernt in der Musikschule. Okay, cool. Bis ich eben in Stamms war und dann mit 16 oder 17 habe ich mir Gitarre selber beigebracht. Mhm. Und eben entweder ich spiele Schlagzeug oder ich unterstütze mit der Gitarre oder ich leite die Band, also je nachdem. Das ist so Pastorenkind. Ja. Du musst irgendwie. Ein Instrument muss dabei sein. Ja, alle Pastorenkinder spielen mehrere Instrumente und. Ja. Wissen, wie der Beamer funktioniert. Also, meine anderen zwei Brüder spielen auch eben Instrumente. Ja, also, genau. Da wirst du echt gespannt. Aber ist sehr cool. Ich meine, ich bin selber auch froh darüber, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, Instrumente zum Lernen und so weiter, dass das so gefördert worden ist, weil es macht ja auch Spaß. Das ist ja eine eher coole Sache. Und, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Ach so. Ich meine, das ist erstmal sehr bewundernswert. Danke. Ich glaube, der erste Mensch, den ich jetzt wirklich kenne, der einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat.
Aber was ich cool gefunden habe, ist, da steht unten drinnen, das, da redest du ein bisschen über die Sachen, die du schon gewonnen hast und Werdegang, so im Skispringen und so weiter. Und dann drunter steht aber so über, ich weiß nicht mehr, wie gestanden ist, Persönliches oder was. Und da ist drinnen gestanden, dass du Teil bist von einer Freikirche und dass der Glaube an Jesus Christus so das Fundament deines Lebens ist. Ja, okay. Das steht in dem Wikipedia-Eintrag drinnen. Stark. Das habe ich echt cool gefunden. Okay, ich meine, das ist. Ja, ich weiß selber nicht, wer den erstellt hat, aber ich bin da auch schon öfter also darauf angesprochen worden, was da alles für Informationen drin stehen und wo die das herhaben. Und ich so, keine Ahnung, also ich habe es nicht geschrieben, aber ich finde es auch cool, dass das da so drin steht. Also ich habe halt einmal in einem Interview, das war 2021, wo ich meinen ersten Kontinentalcup gewonnen habe, da habe ich dann für die FIS ein Interview gegeben und da habe ich gedacht, jetzt nutze ich ja gleich die Chance, dass ich Jesus auch die Ehre gibt. Und da habe ich gesagt, bevor jetzt, eben, wenn das passt, ich würde davor einfach noch gern meinem Herrn und Retter Jesus Christus die Ehre für den Sieg geben. Und das ist dann auch so publiziert worden, wo dann auch nachher halt ein bisschen drauf angesprochen worden ist. Eben, da weiß ich nicht, ob die Person das von da hat oder halt auch von dem, was ich sonst auf Social Media und so teile. Aber ja, es freut mich auch, dass das schon auch so, sagen wir mal, verbreitet ist. Ja, das ist schon voll cool. Kennst du die, da gibt es eine Snowboarderin, die heißt Kelly Clarkson. Hast du von der schon mal was gehört? Nein. Das ist eine Snowboarderin und sie macht da diese ganzen Stunts, so dieses Halfpipe-Zeugs, wo sie die ganzen Stunts und alles Mögliche. Und die ist gläubig und halt auch sehr outspoken halt dann damit, gell? Und sie hat gesagt, das Snowboarden ist, was sie kann, aber wer sie ist, ist Nachfolgerin von Jesus. Ja, das, was sie kann, ist Snowboarden, aber wer sie ist, ist eben ist der jemand, der an Jesus glaubt. Ja. Und will halt auch diese Plattform, die sie hat, dann natürlich auch verwenden dafür, dass sie ihren Glauben halt auch weitergibt. Und sie hat auf ihr Snowboard hat unten so ein Sticker drauf picken, da steht Jesus loves you. Nice. Ja. Und sie skatet dann so in der Halfpipe, falls mit dem Board dann, und sie schießt dann mit dem Board so in die Cam, Kamera, ja, ja. Jesus loves you. So. Stark. Und redet halt auch voll viel drüber. Das finde ich schon extrem cool, dass man diese Plattform, einfach diese natürliche Plattform in der Welt dann irgendwo auch verwenden kann. Nicht um zu nicht um irgendwie versuchen, eine Gemeinde draus zu machen oder sowas, aber einfach zu sagen, hey, das ist, wer ich bin. Und der Glaube ist ein Teil von meinem Leben und Jesus hilft mir in dem Aspekt von meinem Leben. Ja, das ist also ein bisschen meine Herangehensweise. Also ich bin auch nicht der Charakter, nicht der Typ, der jetzt da jedes Training evangelisiert und ihnen, sagen wir mal, die Bibel vors Gesicht schmeißt. Also ich will halt auch so natürlich wie möglich sein und das halt vorleben, so gut wie es halt für mich geht. Ja. Und letztes Jahr bin ich einen Helm gekriegt, da habe ich dann nachgedacht, ja, dann habe ich mal einen Bibelvers drauf, der was mich halt irgendwie jetzt die letzten Jahre halt auch begleitet hat in schwierigen Situationen, ist eben Sprüche 3,5. Trust in the Lord with all your heart. Don't lean on your own understanding. Und das ist dann auch, bin ja schon öfter darauf angesprochen worden, was dann halt auch, sag ich mal, fein ist. So, dass halt was oben stehen hast und dann so Leute, die halt drauf anreden. Oder beim Wettkampf hat der Ablasser mal gesagt, so ein cooler Spruch. Der ist nice. Das halt dann vom Wettkampf ist. Das gefreut mir dann voll, keine Ahnung. Dass das halt auch bei Leuten was bewirken kann. Und hier und da habe ich halt auch schon die Chance mal genutzt, für Menschen zu beten. Also an Wettkämpfen oder so, wo ich halt brutal Gott gespürt habe, okay, das ist jetzt dran. Da war beispielsweise beim ersten Weltcup-Einsatz hat sein Athleten Dr. Fockhout. Also nicht gut gestürzt, der ist dann auch in einem Hotel gesehen, der ist dann auch umgekumpelt. Okay. Und dann habe ich gewagt, Gott zu sagen, wenn der morgen im Lift vor mir steht, dann bete für den. Er ist natürlich vor mir gestanden, nämlich. Ich war so, okay, jetzt frage ihn halt. Und dann habe ich für den gebetet. Und
hat auch eingewilligt und dann habe ich kurz, bevor wir ins Sesslift gestiegen sind, habe ich für ihn gebetet und also bedankt. Und der ist dann am zweiten Tag eben Achter geworden oder was, und die Top 10 eingesprungen. Okay. Ich meine, ich habe dann meine ersten Weltcup-Punkte gemacht. Also ich war allein, also dass ich für ihn beten habe dürfen, das hat mich innerlich so gefreut. Das war so, keine Ahnung, übernatürliche Freude irgendwie gefühlt. Ja. Also da ist dann auch der Wettkampf irgendwie easy gegangen. Ja. Da war ich dann, keine Ahnung, das war echt ein sehr cooles Erlebnis und da habe ich hier und da halt mal genutzt. Und das ist halt, das habe ich gemerkt, das ist für mich ein Weg, wie ich irgendwie mein Glauben implementieren kann, wenn ich merke, okay, da Möglichkeiten, das einfach für Menschen zu beten. Ja, Mann. So, wenn ich jetzt reflektiere, ist immer so, okay, kann mehr machen. Es hat immer so das, der Drang da irgendwie, das, okay, schon cool, was ich erlebt habe, bis die paar God-Stories, die ich habe und für die paar Leute, was ich gebetet habe. Aber es ist immer was, wo ich mir denke, wow, kann die eigentlich auch mehr nutzen. Ja, aber das ist, ich meine, das, ich glaube, das denkt sich sowieso wahrscheinlich jeder Christ, bis der Kunden mehr machen. Aber das, was ich geil finde, ist generell einfach so diesen Gedanken von, ist nicht unbedingt einfach nur etwas, was ich tue, es ist, wer ich bin. Und das so quasi natürlich fließt dann so ein wenig aus mir aus, weil das ist einfach, das gehört zu mir. Und das finde ich voll cool, weil das betrifft dann auch jede, das kann alle Arten von Plattformen dann betreffen. Weil ich glaube, viel gläubige Leute, was der denken sie, was der, wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, einen Dienst für den Herrn machen würde oder so, dann muss das eben innerhalb der Gemeinde stattfinden. Oder dann muss ich preachen, oder dann muss ich Zeugnis geben, oder ich muss irgendwas machen, was vielleicht nicht unbedingt meiner Persönlichkeit entspricht oder irgendwie sowas. Und ich meine, schau, wir sind alle dazu berufen, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Und ich glaube auch, dass das kennen wir nicht unbedingt nur aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir brauchen nicht wirklich die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Aber egal, was für eine Plattform das ich habe, ich kann einfach ganz natürlich, und nicht weird, sondern einfach ganz natürlich kann ich es reinbringen. Das ist so schlimm manchmal, wie Christen weird sind umgehen mit dem, oder? Was? Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich halt irgendwie, habe ich ja selber so ein bisschen meinen Weg finden müssen. Mhm. Also ich, keine Ahnung, ich war eben mit mir 2022 im Winter, habe ich mal Verletzungen ausgefasst. Mhm. Oder halt, also die Saison 2022 habe ich Verletzungen ausgefasst. Und davor habe ich auch, keine Ahnung, da war für mich halt so, bei jedem Post, es muss halt einfach ein Bibelvers dabei sein, weil sonst kann ich das nicht, also keine Ahnung, da habe ich selber halt so meine, wo ich dachte, als Christ, ja okay, ich muss ein Bibelvers da jetzt einfach nur irgendwie einklatschen, damit halt irgendwie im Kontext nur gut ausschaut und ich Christ bin, wo dann eben halt selber realisiert habe, das ist halt einfach, ist halt irgendwie nicht natürlich. Ja, genau. Einfach dann auf der YouVersion App da irgendwie nur nach den Stichwörtern suchen, für Bibelvers passt jetzt da noch dazu. das habe ich jetzt auch aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist halt, ich muss mir jetzt auch in Anführungsstrichen irgendwie christlicher geben oder besser geben, wie ich bin, nur dann, damit das gut ausschaut. Oder so. Ja, du musst nicht absichtlich probieren, etwas zu erzeugen in dem Sinn, sondern wir können einfach sein, wer wir sind, weil wir sind Zeugen Jesu. Ja. Aber das ist, wer wir sind. Ja. Und manche Leute versuchen dann eben das da, wie du gesagt hast, dann so rein zu klatschen, damit es laut gesagt ist. Wo es aber vielleicht dann gerade nicht zur Thematik passt. Irgendwer sagt, beim Mittagessen kannst du mal den Ketchup reichen und du sagst, keine Ahnung, antwortest mit einer Schriftstelle, vertraue auf den Herrn, mit deinem ganzen Herzen. Weiß ich nicht, was. Aber klatschen dann irgendwas rein, was vielleicht dann nicht angebracht ist. Du hättest einfach auch sagen, ja, da ist das Ketchup. Ja. aber wann wir die Liebe Gottes leben und wann wir in Situationen sind, Gelegenheiten auch sehen, wo Menschen Hilfe brauchen, wo Menschen vielleicht Fragen haben, wie du jetzt erzählt hast, da mit demjenigen, der sich verletzt hat oder so. Das ist echt, das ist, was ein Christ macht. Ist, wir sehen eine Not, wir sehen einen Mensch, der Hilfe braucht und die Liebe Gottes in uns streckt sich aus zu diesem Menschen, dass wir auch kommen mit der Lösung. Mhm. Ich glaube, das fließt ganz natürlich aus dem heraus, wer wir sind. Aber es gehört auch dazu, dass wir, glaube ich, ich meine, um das zu machen, müssen wir uns dessen bewusst sein, wer wir sind. Mm.
und vielleicht uns selber wegen den Druck nehmen. Ja, sondern dass man darauf vertraut, sagt, okay, ich weiß, der Herr ist mit mir, der Herr, der leuchtet aus mir heraus. Ich verstecke mein Licht nicht. Ja. Aber wenn ich mein Licht nicht verstecke, dann wird man es auch sehen. Ohne dass ich jetzt überall ein Bibelvers draufklatsche oder sowas, Ja. aber man wird das Licht sehen, einfach weil ich ein Licht bin. Ja. Und manchmal denke ich, da ist so viel Druck einfach dabei, was Menschen sich auferlegen, was gar nicht haben müssen. Ja. Nee, ich habe eben auch das Gefühl gehabt, ich muss halt da ein Bibelvers dabei haben bei jedem Post, weil sonst bin ich nicht christwürdig. Und wo ich die Verletzung halt gehabt habe, die 3 Monate, da bin ich halt die ganze Saison dann ausgefallen, bin ich dann, ist dann auch mein richtiges Fundament halt einmal dann neu aufgebaut worden in Gott, wo ich auch mit meinem Mentor damals halt das einmal angegangen sein, dass halt mein Verständnis von Gott und vom Skispringen, dass das halt ja sehr toxisch aber das Leistungs eben da viel vermischt habe mit Leistungssport und Gott und das halt irgendwie ja So eine Leistungsmentalität das dann. halt eine Leistungs Beziehung also ich hab zum Beispiel den ja das ist so keine Ahnung 1 plus 1 ist 2 solche Dinge halt gehabt also wenn ich okay, wenn Gott mir die Gabe zum Skispringen gibt, dann muss ich das fair machen und halt solche, ja, also ich habe die Freiheit, das für ihn zu machen, müssen du es nicht. Und das dann zu realisieren, okay, ich muss nicht, aber für das, was Gott für mich getan hat, indem Jesus für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist, will ich das fair machen. Das ist eine ganz andere Ansichtsweise, wie wenn ich sage, ich muss. Ja. Und da das zu lernen, auch, dass wenn ich jetzt ein schlechtes Ergebnis habe, war für mich dann oft so, ja, okay, ich bin irgendwas verkackt. Ja, genau, Also okay. das war für mich halt Ja. immer so gleich sofort so, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht, Okay. Gott bestraft mich oder keine Ahnung was, was auch kompletter Blötsinn ist. weil ich bin bei der Skifu-Quem damals, da habe ich halt da bin ich dann ins Teamspringen noch reingerutscht, weil der Kraft-Stefan eben leider beim Rücken Probleme gehabt, dann bin ich nachgeguckt und da habe ich halt den ersten Sprung komplett versaut. Und deswegen haben wir jegliche Chance auf Medaillen, habe ich halt ich dann sozusagen genommen und für mich war das damals mental halt komplett, ich war am Boden zerstört, weil ich immer dachte vor dem Sprung, boah, das ist mein Moment, den nutze ich Ja. jetzt und keine Ahnung und dann halt so verhaut und dann war für mich so, habe ich keine Ahnung, ein paar Wochen damit verbracht und um herauszufinden, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Das, keine Ahnung, ob er irgendwo Gott nicht. Ja. Und da habe ich dann in der Verletzung dann habe ich eigentlich so bis sehr viel aufgearbeitet und ja, Gottes Gnade und Liebe einfach eigentlich, ja, würde ich sagen, richtig kennengelernt, dass er mir liebt, wenn ich keine skispringerische Leistung bringen kann, weil war einfach auch nicht möglich. Und zu sehen, dass Gott mich trotzdem liebt und er trotzdem da ist. Und dass das halt, ja, ich aufgrund von dem Umfeld, wo ich war und mich selber viel durch Skispringen definiert habe und ja, das halt dann projiziert hat auf meinen Glauben und das halt dann zu lernen, das einfach auch zu trennen, ja, das war, glaube ich, so in der Zeit auch das größte Learning, was ich gemacht habe. Ja. Steil. Super cool. Also. Was ist die, du sagst, das sind 70 Meter Chancen, oder? Die du springst. Jetzt, also das war im Schülerbereich und Okay, jetzt, das war der ja, das war im Schülerbereich Schüler. und jetzt springe ich auf 90 bis 120 Meter Chancen. Okay. Ja, also das ist so die Hauptbewerber sind da und eben wenn jetzt im Weltcup ist, gibt es halt im Winter dann noch Skiflugbewerber, aber da muss halt eben im Team sein Das, und also sich qualifizieren. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also du stehst oben auf der Schanzen und im Prinzip, du schaust, es geht ja fast gerade oben dann. Im Prinzip, das ist der erste Fall, oder? Das ist, Naja, wäh, geht also ja richtig steil. es ist schon steil, ja. Ja. Ja, man
man gewöhnt sich dran, würde ich sagen. Ich meine, jede Chance, das Coole ist, jede Chance hat ein bisschen eigene Eigenschaft. Mhm. Also dass der Anlauf ist überall anders. Mhm. Also das von der Neigung und so. Mhm. Aber ja, ich meine, du bist halt schon relativ schnell dann auf. Ja, ja. Wie schnell wirst du? Jetzt erfahren zum Beispiel jetzt am Bergisel in Innsbruck. Da haben wir so um den, ja, 90 km haben wir da drauf. 90 km. Ich weiß nicht, wie lang der Anlauf ist. Aber ja, geht dann schon relativ schnell. Wahnsinn. Dann. Und das ist eben das Tache beim Skifliegen, bist halt dann nur 15 km schneller. Mhm. Und wenn du es nicht üben kannst, ist halt, mhm, also der erste Sprung, das war, das fühlst du vor wie im IC-Zug. Ja. Also ja, das ist unglaublich. Ja, aber wenn du das nicht üben kannst, ich meine, das Landen ist ja nicht leicht, gell? Dann bei sowas. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt gut trainiert bist und so, mhm, weiter und du weißt, wie das funktioniert, dann, okay, du kommst auf jeden Fall die Chancen runter und kommst in die Luft, ja, aber dann musst du landen auch noch. Ja. Und wenn du, ich weiß nicht, wie hoch das man da ist, aber du fliegst 200 Meter, hast du gesagt, circa, oder? 180? Beim Skifliegen kannst du über 200 fliegen. Mhm. Ich meine, ich habe das eben leider nicht geschafft, ich war auch 198,5. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau luftstandmäßig, wie hoch ich war, aber beim Skifliegen bist du, glaube ich, schon zwischen, ja, 4 und 5 Meter hast du dann schon, mhm, am höchsten Punkt. Mhm. Kommt da immer drauf hin. Ich meine, das Skispringen ist halt echt, jeder Springer hat halt eine andere Flugkurve. Mhm. Das heißt, es gibt Leute, die steigen in der Mitte vom Hang weg und die haben dann mehr Luftstand zum Landen. Mhm. Und es gibt halt Leute, die kommen dann ein bisschen flacher zum Landen, da ist dann wieder einfacher. Mhm. Das ist halt eben, kannst du es leider nicht pauschalieren. Aber wenn du da landest und du, ja, stürzt dabei, mhm, dann bist du eigentlich hin, oder? Ich meine, dann bist du hin nicht, aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist schon da, auf jeden, mhm, Fall. Es ist, ich bin erstaunt, dass eigentlich eh nicht so viel passiert, wenn jemand stürzt. Mhm. Es kommt halt darauf an, wie man stürzt da. Mhm. Also, man, mir hat im Training, weiß nicht, von 100 Springen oder was, hat die vielleicht einmal. Das, okay, ist echt sehr selten, mhm, dass die schmeißt. Mhm. Und man, das Gute ist, dass wir Skispringer halt auf unsere Beweglichkeit und so schauen. Mhm. Deswegen sind wir dann auch nicht so anfällig auf Verletzungen. Okay. Und wenn es uns auf eine gewisse Weise hat, muss man auch dann wissen, wie man sich dann auch, also lernst halt dann auch als Kind, wie du dann, dass dein Körper da anspannst und so, yeah, Körperspannung hast, yeah, und nicht, dass da, wenn man halt voll lasch bist und die Haut und Kinder, mhm, wenn die dann hauen, dann, genau, machen sie gar nichts mehr. Mhm. Dann kann halt alles passieren. Mhm. Das wird halt schon als Kinder dann auch ziemlich schnell antrainiert. Mhm. Steil. Und dass das, wenn die beim Landen stoppt oder, keine Ahnung, mhm, der Ski verschneidet, dass halt eben das Richtige dann auch machst. Wahnsinn. Ja, das ist heftig. Also ich, das ist, eigentlich muss ich sagen, Respekt auch und ein bisschen an deine Eltern, gell, dass sie dir das erlaubt haben. Ja, als Kind. Aber das ist schon steil. Und jetzt so bei diesen internationalen Wettkämpfen, mhm, wo du jetzt bei die Pros dann dabei gewesen bist und selber dann auch Profi warst, wie ist die Stimmung so bei solchen Events jetzt auch unter die Athleten dort? Boah, ist voll unterschiedlich. Mhm. Also kommt drauf an, eben wo du springst. Wenn ich es jetzt vergleiche, jetzt zum Beispiel FIS Cup und Weltcup, also es ist dann schon auffällig, dass im Weltcup, wo dann halt die Besten der Besten sein, dass wir mal einen Aufwärmraum, mhm, und da ist halt komplette Stille. Mhm. Also daher kannst du, glaube ich, echt da eine Nadel fallen lassen. Mhm. Also da ist halt echt alle ganz nervös einfach, oder? Ganz angespannt, ganz fokussiert. Ganz fokussiert, würde ich sagen. Mhm. Nervös nicht, aber es ist halt irgendwie, eben, da ist halt jeder bei sich. Mhm. Und du merkst halt dann schon, dass jetzt im FIS Cup oder so, das schon ein bisschen im Aufwärmen ein bisschen lockerer ist, dass, mhm, hier und da halt ein Schmäh geführt wird oder so. Mhm. Aber eben, das ist halt, ja, es hat so der Weltcup an sich, man, mich stört es nicht, weil ich, mhm, bin auch eher jemand, der sich halt wirklich auf mich fokussiert und auf, ja, also in meiner Vorbereitung, mhm, versuche ich eben mir einfach auf Gott zu konzentrieren und den Heiligen Geist einzuladen, dass er mir halt führt und leitet, mhm, in dem Ganzen. Von dem her ist das für mich, also ich versuche generell immer, dass ich mich halt fokussieren kann, mhm, auf den Sprung oder den Moment dann. Mhm. Und was jetzt nur von
sagen kann, eben zum Beispiel bei der Studentenweltmeisterschaft, wo ich war, da war es auch von der Stimmung so, dass es sehr, keine Ahnung, jeder, es war sehr befreit irgendwie, weil es, glaube ich, halt auch also ein Großereignis war. Das habe ich schon sehr genossen, einfach generell, den Spirit bei so einem Großereignis, wo, also jetzt nicht nur auf der Schanzen, sondern halt auch im Athletendorf und so an mit anderen Nationen, das war irgendwie ja, ganz cool, war so ein bisschen Vorgeschmack auf Olympia oder sowas. Cool. Da ist halt, ja, das war bis jetzt auch, muss ich sagen, das ist die coolste Erfahrung, was ich gemacht habe. Man war nice, dass ich auch Medaillen gemacht habe, aber jetzt so abgesehen von den Medaillen und so, finde ich, war es bis jetzt auch die beste Erfahrung, was ich gemacht habe. Ja. Das war immer in Amerika drüben, da waren wir 10 Tage und das war mit der Eröffnungsfeier und der Abschlussfeier. Und okay. Das war echt, ja, also richtig, richtig nice. Ja, die Sprünge, es ist so, die Fans und so weiter, die dann auch da sind, jetzt bei den Sprüngen und so weiter, bei denen ist ja auch oft dann so Feierstimmung auch oft dabei, oder? Ja, schon. Ja. Also man, jetzt, also im Weltcup auf jeden Fall, also da ist Polen Vorreiter, die sind brutal fanatisch. Also okay, da, wirklich. Da kannst du eben, eigentlich ist Skispringen ja Wintersportart und ich war schon beim Sommerweltcup dabei in Wisler, in Polen eben. Und normal beim Sommerweltcup, keine Ahnung, da ist das Stadion vielleicht ein Drittel voll oder vielleicht 2 Drittel und da ist die Bude voll, da geht's zu. Das ist, da war immer so ein DJ dabei, der was halt auch immer voll die Musik dann laufen lässt und also das ist richtig wild. Also da war für mich eben, da haben halt auch Leute dann wir haben ein normales Training gehabt am Tag davor. Und dann haben wir einfach Leute vom Hotel gewartet und auf uns oder halt gerne auf die Springer. Und das dann, also ich war gefühlt, war ja No-Name, also wer kennt mich da schon? Dass, wenn halt Leute dann für die Autogramm wollen und für die dann schon ein Bild haben, dann denke ich, brauchst du das Bild her? Ja. Und eben, das war dann schon so, wo ich gemerkt habe, okay, in dem Land ist das schon einmal ganz was anderes. Aber eben, also... das finde ich schon richtig cool, wenn da die Stimmung halt voll da ist. Es war leider wo ich im Weltcup eingeknuppert habe in der Corona-Zeit. Ja, das war ein bisschen bitter, weil halt nichts groß war. Aber bei der Verschanzentournee wenn halt dann ist halt wie ein Training gewesen. Andererseits ist dann so, ja, okay, irgendwie eben gut, dass es wie ein Training ist, weil es dann ein bisschen Druck nimmt. Aber andererseits denkst du, wenn es war schon gern Kopf oder halt 20.000 Leute in Paris sein. Aber da war es doch während der ganzen Corona-Zeit, war es in Tirol eh so safe, oder? Ja, genau. Da war gar nichts. Okay, das verstehe ich. Das ist bitter dann. Aber es ist auch, wie du gesagt hast, das ist schon cool, wenn es den Druck auch ein bisschen nimmt. Und jetzt ist für dich, also du machst das hauptberuflich, das heißt, du bist jede Woche dann einfach im Training und eben. Ja. Und bereitest die vor, weil jetzt gerade sind ja keine Sprünge. Na, jetzt gerade also Sommersaison ist nur Off-Season, Pre-Season, ja. Wie man es nennen will. Jetzt ist reiner Fokus aufs körperliche Training. Um dann, wenn es dann losgeht, dass man dann wieder voll da ist. Und für uns dadurch, dass sage ich mal, die, was nicht im Nationalteam sein, haben keinen Fixplatz für irgendeinen Wettkampf. Das heißt, wir springen uns dann, sobald es losgeht, in interne Ausscheidungen dann die Plätze aus für FIS Cup und Continental Cup. Und deswegen fangen die meisten von uns dann auch schon spurfähiger an zum Trainieren, dass wir halt dann eben die Plätze kriegen und uns dann halt so schnell oder so gut wie es geht halt dann auch nach oben springen. Und ja, Vorbereitung geht halt los Mitte April sowas. Je nachdem, wann man halt auch wieder Bock hast drauf. Das ist ein bisschen, also ich persönlich brauche schon ein bisschen Auszeit einmal, weil es dann doch schon sehr draining ist, also die ganze Zeit in dem Umfeld sein und einfach mal ein bisschen wegkommen und dann mit neuer, frischer Energie dann wieder einstarten. Ja. Und ja, deswegen jetzt hauptsächlich Krafttraining, Schnellkraft und ja, also der Trainer gibt dann eigentlich eh vor, was für Richtung wir gehen. Und dann am Anfang Juni, 6. Juni oder so, fangen wir dann wieder springen an. Und dann, ja, ist es dann ein Mix aus Krafttraining und Sprungtraining. Ja. Ja. Wie, du bist ja verheiratet. Yes. Und wie lange bist du schon verheiratet? Seit 2 Jahren. Ja. Und wie taugt es deiner Frau?
dieser ganze Beruf und dieser ganze Prozess? Ja, also. Ich weiß nicht, ob sie das anhören wird. Also du musst aufpassen. Ja, danke. Ich denke schon. Jemand, sie ist auf jeden Fall sehr supportive. Ja. Unterstützt mich da, seit wir zusammen sind. Also wir sind zusammen, seit wir 17, 16 sind. Also 2017 sind wir zusammengekommen. Da war ich mal in Stams. Haben uns auf einer Vineyard Jugendfreizeit kennengelernt, so wie es gehört. Sie ist aus der Vineyard München, ich bin aus Vineyard Innsbruck. Da haben wir uns dann kennengelernt. Und sind dann ein halbes Jahr drauf eben dann zusammengekommen. Und da hat sie dann, also sie kommt aus dem Leistungssport Bodenturnen. Okay. Oder Geräteturnen, weiß jetzt nicht, wie man es richtig nennt. Das vergisst sie immer. Da haut sie mir auch fast immer, dass ich das falsch sage. Ja. Deswegen hat sie schon Ahnung gehabt halt vom Spitzensport, was schon sehr geholfen hat halt. Eben das, ja, dass halt da nur eine gewisse Zeit all in gehen kannst. Ja. Das heißt dann zeitlich, wenn ich zeitlich halt so viel für Sport investiere, heißt das nicht, dass ich keine Zeit mit dir verbringen will. Das war dann schon cool, dass sie das einfach auch gleich war. Und ja, ich meine, so tut sie sich halt auch schwer oft mit dem System, wo ich halt einfach drin bin, im Leistungsspitzensport, dass halt nur die Leistung zählt und der Mensch Timon sozusagen, wie er wirklich ist, halt. Ja, das interessiert auch keinen. Ja. Ja, da ist halt dann auch für sie nicht immer so leicht. Ja, sicher. Das dann gewisse Entscheidungen so hinzunehmen, wie sie sein. Und aber so steht sie voll hinter mir und da bin ich auch sehr dankbar. Und so auch so im Gebet und so, auch, dass wir gemeinsam für Dinge beten. Das hilft schon auch sehr, dass ich mit ihr halt über alles reden kann und mir das dann gemeinsam vor Gott bringen können, wenn irgendwas ist. Da ist die Desiree sehr, sehr unterstützend und eine große Stütze einfach. Seit ich verheiratet bin, merke ich das, wie wertvoll das ist, verheiratet zu sein mit jemand, vor allem abseits vom Sport, also eben, da einfach ein Leben zu führen und gemeinsam die Dinge anzugehen. Ja. Egal ob jetzt im Sport oder neben Sport. Und einfach auch zu merken, dass es auch wichtige Dinge im Leben gibt. So. Voll schön. Ja, das stimmt. Da hast du voll recht. Das finde ich auch. Diesen Support, den man hat, einfach, wenn man verheiratet ist, in dem Sinn, dass jemand hast, der einfach immer da ist und der dich am besten kennt und so weiter, mit dem du alles teilen kannst. Und also wir telefonieren auch eigentlich, wenn ich jetzt auf Wettkampf bin, also immer, wenn es so ausgeht vor dem Wettkampf, entweder einen Abend davor oder halt am gleichen Tag, je nachdem, wann der Wettkampf ist. Und da beten wir dann einmal gemeinsam, was halt da voll hilft. Weil, ja, je nach Schanze, schon der Training, das läuft dann wieder besser oder dann läuft es wieder nicht so schlecht. Dann fange ich selber wieder an, ein bisschen stressen, mich selber. Wo dann sie der Name wieder den Druck rausnimmt und so. Und wo sie, glaube ich, auch schon gemerkt hat, wie sie mit mir umgehen muss, dass sie mir einfach haut, dagegen fährt. Was bringt das jetzt, wenn die da einsteigst? Ja, eh nicht. Aber das brauche ich halt auch. Jemand, der mir hätschelt, das bringt halt nichts. Also das ist schon gut, dass sie da mir da einfach auch hilft, die richtige Perspektive auf die Dinge dann auch zu haben. Stark. Ja. Cool. Du machst das eben dann jetzt, du machst das ja schon dein ganzes Leben jetzt. Einfach die so viel zu investieren in eine Sache, so fokussiert zu sein auf eine Sache und so. Und das auch während der Schulzeit und während all die anderen Sachen, die du halt auch schon nebenbei dann gemacht hast in deinem Leben und so. Immer dieses Ding, was die begleitet so die ganze Zeit. Und bist eben auch sehr erfolgreich darin und hast da immer noch voll die Freude dran. Und was würdest du vielleicht sagen zu Kids oder Teenager, die vielleicht einen ähnlichen Wunsch haben, die sagen, okay, mir zahlt auch diese Sportart voll oder Musik oder weiß nicht, irgendeinen anderen Bereich oder Begabung oder so weiter. Weil manchmal, glaube ich, denkt man vielleicht, dass die Chance, dass ich es so weit schaffen werde, oder die Chance, dass ich es mal professionell machen kann, ist vielleicht gering.
Ja. Ich weiß, dass ich damals als Teenager, was der mein Ding war, Musik immer, gell? Und ich wollte aber, was der, also mein Traum wäre gewesen, wirklich hauptberuflich auch von Musik zum Leben und so weiter. Und Gott sei Dank, der Herr hat seinen eigenen maßgeschneiderten Plan gehabt für mich, was viel besser zu mir passt, als was ich mir sonst jemals gedacht hätte. Aber ich kann mich erinnern damals an diese Existenzangst ein bisschen, weil ich mir dachte, ich kann jetzt einbuttern, was ich will, ich kann so viel Gitarre üben, wie ich will, ich kann so viel bei Promoter anrufen oder Veranstalter schreiben, wie ich will, ich schaffe das Level nicht, was ich gern schaffen möchte und so weiter. Und ich kann mich erinnern, da war so ein bisschen eine Entmutigung dabei, und vielleicht geht es jetzt auch viel Leute so, die sagen, okay, ich hätte eigentlich voll den Wunsch, aber ich traue mir selber nicht zu oder es wirkt so unwahrscheinlich, dass ich es schaffen konnte. Ja. Ja. Wenn jetzt wer sowas sagen würde zu dir, was war deine Antwort darauf? Ja, ich meine, für mich ist da immer die, so dass man so halt, wenn man jetzt einen Bereich hat, wo man, sage ich mal, was erreichen will, egal ob das jetzt Sport oder Musik ist, das ist was ein Trainer mal von mir sozusagen mit mir gemacht hat, dann habe ich ihn reingekriegt und das Erste, was er mich gefragt hat, ist, okay, was sind die wichtigen Dinge im Skispringen? Und haben halt alle Bereiche aufgeschrieben und dann war so, okay, wo stehe ich in den Bereichen? Okay, passt. Haben wir einen Ist-Zustand gehabt und dann so, okay, wo will ich hin? Wie komme ich da hin und was muss ich dafür tun? Und das war für mich damals, also das war so auch der Prozess, wo es bei mir angefangen hat, stetig besser zu werden, weil davor, keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich mir irgendwie Gedanken drüber mache, was ich machen kann, damit ich da hinkomme. Und das ist, glaube ich, mal so ein Leitweg, so die Hartenfragen sich halt zu stellen und dem nicht aus dem Weg zu gehen, weil wenn ich nicht weiß, wo ich bin, ist halt schwer irgendwo anfangen, dass man irgendwie mal einen Plan hat und eine Richtung. Und ich denke, wenn du in einem Bereich oder auch wirklich in eine professionelle Richtung gehen willst oder wie auch immer man das nennt, oder halt da, ja, das die Chance, den jetzt sicher bist, ob das möglich ist mit deinem Talent oder keine Ahnung, dann denke ich, das ist auch wichtig, dass man sich irgendwo professionelle Einschätzung holt. Und der, was sich in dem Bereich oder in dem Gebiet halt auskennt, was ist denn da mit harter Arbeit möglich? Gibt es da Referenzen? Was auch mir jetzt für die Saison nochmal persönlich auch geholfen hat, das einmal anzuschauen, eben in meinem Bereich einmal im Weltcup, okay, was für ein Altersdurchschnitt bewegen wir uns? Und dann zu realisieren, okay, der Altersdurchschnitt bei uns von den Weltcup-Siegern ist halt jetzt gerade so Mitte 20, Ende 20. Was mir gesagt hat, eigentlich bin ich ja noch gar nicht alt, weil es wird vom System wird so dargestellt, so bald bist du jetzt schon einer von den Alten, 24. Und dann selber zu merken, so eigentlich bin ich jetzt im besten Alter. Ich kann es gerne sagen, dass ich alt bin, aber die Daten sagen halt was anderes. Es schaut, weil ich merke gerade, ich komme gerade drauf, der Zug ist für mich angefahren, dass ich nur Profi-Skispringer werde. Leider, ja. bei den Männern schon, bei den Frauen, sagt dir die Eva Binkelnig was? Ja. Die hat mit 24 Skispringen angefangen bei den Frauen. Wirklich? Oder mit 23. Und die hat jetzt letztes Jahr einen Gesamtweltcup gewonnen mit 32 oder so. 32. Okay. Ja, es ist 2023, alles ist möglich. Ja, ich vielleicht, ich weiß nicht, habe ich identifiziere mich jetzt auch. Nein, just joke. Nein, aber eben, also das ist was mir halt geholfen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht nicht für jeden eine Hilfe ist, aber eben so einmal die Fragen zu stellen, okay, wo will ich hin, wie komme ich hin, was muss ich dafür tun? Ja. Und dann hat man halt einmal einen Anhaltspunkt, was eben mir halt dann Perspektive und Ziel gibt. Und ja, man sonst eben, wenn gläubig bist, dann würde ich halt auch raten, halt Gott zu fragen, ob das dran ist oder nicht dran ist. Oder wenn du, sag ich mal, es gibt ja oft, dass man Prophetien kriegt, die halt dann auch zu prüfen. Und was denke ich
was mir jetzt einfällt, was sehr wichtig ist, einfach mit Menschen in deinem Umfeld darüber reden. Ja, klar. Weil wenn du Sorgen hast, dann habe ich ja oft selber gemerkt, dass wenn du mit Leuten darüber redest, was du dir Sorgen machst, dann im Gespräch und im Austausch du oft selber dann auf Dinge draufkommst, wo du dir, wenn jetzt nur du mit deinen Gedanken halt dann aus dem Strudel nicht rauskommst oder die Lösungen nicht findest. Ja. Ja. Okay. War jetzt viel, aber ich hoffe, da ist was dabei. Nein, voll. Das ist voll gut. Ich meine, ich denke, eins von den Sachen, die die viele dann auch haben, ist so ein bisschen so Selbstzweifel. Wo man sagt, okay, ich habe den Wunsch irgendwie, aber ich konnte das nicht mehr zusammenbringen, gell? Dass man sich selbst einfach so negativ einschätzt, beziehungsweise so ein schlechtes Bild von sich selber hat. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was kulturell auch vielleicht auch manchmal ein bisschen gefördert wird, wenn du jetzt einfach anschaust, wie die Sportwelt funktioniert oder sowas. Die Latte ist so hoch, weißt du? Es gibt so viele junge Burschen vielleicht, die sagen, okay, ich möchte irgendwann mal Profifußballer sein, aber wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer Profifußballer wird, weißt du? Ja, fix. Zumindest in der Liga, was die Leute sagen, ich mag der nächste Messi sein oder der nächste. Wie wahrscheinlich ist es, ja? Und da kommt dann Selbstzweifel und da kommt dann dieses, was der, das ist unmöglich, gell? Ja. Und Selbstzweifel ist sicher etwas, womit du auch sicher schon öfters umgehörst müssen als Profisportler. Ja, dass du dich selber da überwindest. Und wie hast du das gemacht oder wie machst du das? Ja, ich meine, eben beim, was mir halt hilft für Springen, wenn ich Ängste, Zweifel habe, ist für mich einfach das im Gebet Gott abgeben. Und sozusagen Tool, einfach Lügen und Ängste zu brechen im Namen Jesu und dann die Wahrheiten, was Gott über mich sagt, jetzt sage ich mal so persönlich, oder was in der Bibel steht, die dann über mich auszusprechen und das halt dann auch anzunehmen. Und das ist was, wo ich am meisten Freiheit erlebe, einfach weil eben durch das, sag ich mal, dem Umfeld, wo ich bin, wird halt auch viel gesagt und wird halt auch viel, passiert halt viel, wo du dann auch merkst, dass wie schnell meine Gedanken oder wie schnell ich selber Sachen annehme, die was gar nicht stimmen. Zum Beispiel hat einmal der Trainer gesagt, ich kann leider Aufwind springen, also Aufwind ist der gute Wind von vorn, da springst du dann weiter, weil die mehr anhebt. Und das habe ich dann, das hat er halt irgendwie so banal halt einmal gesagt. Und das habe ich dann auch mal für mich übernommen. Und irgendwann, wo ich dann einen Heiligen Geist gefragt habe, ob es irgendwelche, also ich gehe dann vor und frage den Heiligen Geist, gibt es Lügen in meinem Leben, die ich glaube? Und da ist halt zum Beispiel das dann hergekommen. Okay. Und war dann so, Und das halt dann erst einmal zu brechen, dass das halt nicht stimmt. Steil. Und der Herr hat dich daran erinnert, an diese Aussage und gesagt, hey. Der ist mir dann gekommen, ja. Steil. Und dann habe ich das eben gebrochen und halt, man kann sich dann selber Bibelverse halt ausschreiben oder so. Oder, also ich übernehme dann meistens, okay, Heiliger Geist, was sagst du über mich? Was sagst du? Was sagt die Bibel zu mir oder was sagst du über mich? Und dann das dann zu nehmen und das halt dann zu ersetzen. Und das dann anzunehmen und dann, ja, so wie am meisten Durchbruch einfach erlebt, dass halt eh nicht an irgendwas glaubt, was irgendwelche Leute über mich sagen und dann zweifle, dass ich irgendwas nicht kann, weil eben irgendjemand das irgendwann nochmal gesagt hat. Cool. Ja, was mir jetzt auch gerade einfällt dazu, ist, dass du hast dir vorher gesagt, du hast auf deinen Helm auch ein Schriftstück geschrieben. Und die passt eigentlich da voll gut dazu. Ja, das ist halt was, wo ich gemerkt habe, eigentlich kann ich das halt echt ich war schon eben im Skispringen, ist generell ein Sportart, wo es halt sehr, sehr, also geht halt schnell auf, schnell hoch und oft war schon ein, woran es liegt, das ist dann mal der Wind und mal ist das und eben egal, was halt kommt, halt einfach auf Gott zu vertrauen und auf seinen Plan, weil er hat's sozusagen schlussendlich drauf. Ja, voll. Und ja, da habe ich halt auch schon viel, viel erlebt und nimmt halt auch viel Druck dann. Ja, voll, weil das ist das, was ich auch sage. Also Sprüche 3, 5, weiß, gell? Ja, genau.
Und hast vertraut deinem Herrn mit deinem ganzen Verstand, stützt dich, also vertraut dir mit deinem ganzen Herzen, stützt dich nicht auf deinen Verstand. Ja. In allen deinen Wegen erkenne nur ihn, so ebnet er selbst deine Pfade, gell? Ja, genau. Das ist eigentlich die perfekte Stelle für Selbstzweifel. Voll. Und für Hoffnungslosigkeit gegenüber der Zukunft. Weil er sagt, okay, vertraue einfach auf mich, geh den Weg und er wird uns recht führen in dem Ganzen. Ja. Die Sachen, die unmöglich sind, macht er unmöglich oder unseren Mangel füllt er dann auch aus. Ja, na voll. Also mega cool. Das ist immer so mit der Einstellung, versuche da immer in den Wettkampf zu gehen, weil also ich geb mein Bestes, mehr geht ja auch nicht. Und das Ergebnis lege ich dann auch immer gut hin, weil ich will mich halt auf meinen Sprung konzentrieren und habe gemerkt, wenn ich mich halt irgendwie aufs Ergebnis fokussiere, dann, also der Sprung muss auch passen, damit das Ergebnis dann gut ist, so. Dann ist es für mich halt einmal so, ja, hey, Jesus, ich weiß, sicher war es cool, wenn ich, keine Ahnung, vorne reinhupfe, aber bitte hilf mir, dass ich den Fokus aber wirklich nur auf die und auf den Sprung habe und was dann passiert, das gebe ich dir hin und vertraue, dass das dann das Beste für mich ist. Und man, ist da nicht immer, sagen wir mal, das, was, also ich will natürlich auch eine gute Platzierung haben, aber ja, es das dann auch zu lernen, mit nicht so guten Beziehungen umzugehen oder dass ich halt nicht immer vorne mithupfen kann. Gehört halt auch dazu. Wow. Ja, mega gut. Dann ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für das Gespräch. Eine Ehre, die dabei zu haben. Und wir werden die anfeuern in der kommenden Saison. Danke. Danke. Das freut mich. Ja. Und ja, passt. Gut. Danke fürs Dabeisein. Gerne.